Jo, was geht, Leute? Ich bin's, euer Enrico Italia. Heute mit einem weiteren Vorstellungs-GP-Rennen. Dieses Mal ist das Rennen Snake-GP und gefahren wird wieder GTA-Style. Diesmal mit Boxenstopp, dazu später noch mehr. Und qualifiziert bzw. mitmachen dürfen die Leute, die sich qualifiziert haben für die Season. Die Season geht ja einen Monat lang und jede Woche ein Rennen, sprich viermal. Danach könnt ihr euch wieder qualifizieren für die Season. Falls ihr mein Rennen selber testen wollt, auch wenn ihr nicht in der Season dabei qualifiziert seid, dann habe ich euch einen Link zum Rennen in die Videobeschreibung getan. Das Rennen ist schon, wie gesagt, von mir selber erstellt und ähnelt ein bisschen Galileo Ring. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie man hier die perfekte Linie nimmt. Na, seht ihr im Hintergrund schon und wo halt noch Veränderungsvorschläge sind, beziehungsweise was ich noch verändern werde am Rennen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Strecke verändern, ich werde nur einzelne Checkpoints verändern und vielleicht noch ein paar Zusatzelemente. Was ich auch hier gut finde ist, was ich halt gut finde, was ich nicht so gut finde, ist eher, was andere auch nicht so gut finden, ist die Checkpoints. Ihr seht ja schon hier und dann denken viele, es geht geradeaus runter weiter, aber dabei geht es gar nicht weiter, sondern der Checkpoint ist dann hinten links. Dann zeige ich euch jetzt noch kurz, wie man hier ein bisschen abkürzen kann. Übrigens, der Anaconda Grand Prix, den wir heute gefahren sind, den werde ich auch noch bald hochladen, aber der geht halt eine Stunde und da muss ich ziemlich viel nachkommentieren. Vielleicht lasse ich auch ein bisschen Musik drüber laufen. Mal schauen, wie ich das noch mache. Auf jeden Fall war es ein cooler Grand Prix für die Leute, die es noch nicht erfahren haben, welcher Platz wer wurde. Ist auf jeden Fall ziemlich spannend geworden. Am Ende hätte ich noch mal fast vielleicht noch was gut machen können, aber dazu später dann im nächsten Video. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen. Ja, ihr seht schon hier den Checkpoint, werde ich dann umsetzen und ihr habt, glaube ich, auch schon ein bisschen gesehen, wie man hier abkürzen kann. Na, ihr könnt da easy locker durch die Barrikade und hier bei dem schönen Mast könnt ihr locker flockig durchgehen. Total einfach, spart damit 1 bis 2 Sekunden. Und wenn man das mal hochrechnet, auf 10 Sekunden sind es so um die ja, 10 bis 20 Sekunden, je nachdem, wie viele Runden ich einstelle. Das Rennen geht 6,2 Kilometer lang. Sprich, es sollte eine Stunde gehen, das GP. Und deswegen werde ich dann nicht so viele Runden einstellen. Ich denke mal so vielleicht die Hälfte, 15 oder vielleicht auch nur 20 oder 10. Ich weiß noch nicht, ich muss mal eine Runde testen und dann ausrechnen, wie viel ich für eine Stunde brauche. Und gefahren wird wieder. Also entweder mit dem Osiris oder dem neuen Wagen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall GTA-Style. Es gibt wieder ein Safety Car. Einführungsrunde. Und dann gibt es noch, hier könnt ihr auch wieder schön abkürzen, ne? Und dann gibt es noch hier fliegender Start. Das bedeutet, das Safety Car fährt eine Runde vor. Und alle fahren nach der Platzierung hinter dem Safety Car langsam hinterher. Und niemand überholt. Wer überholt, ist ziemlich scheiße, wird halt dann je nachdem, wie oft er das macht, gewertet, geahnt, besser gesagt, und je nachdem wird er dann auch eventuell disqualifiziert für die ganze Season. Was gibt's noch zu sagen? Ja, gleich kommt der Boxenstopp, dazu erzähle ich dann auch später mehr. Max meinte jetzt irgendwie dann später noch im Video, dass ich hier den einen Zusatzelement noch ein bisschen verkürzen soll oder wegmachen soll, aber na gut, gehört zum GP dazu, dass man ein bisschen aufpassen muss, deswegen lasse ich ihn, glaube ich. Aber Grüße ist auf jeden Fall raus. Und an die anderen, die im Video auch sind, im Video-Hintergrund, Videomaterial ist auf jeden Fall auch raus. Und hier seht ihr schon Pfeile, die zeigen an, dass es hier hoch zum GP geht. Zum GP-Boxenstopp besser gesagt. Und wie geht schon gesagt, das ähnelt sehr an Galileo Ring, das Scan. Ja, ihr fahrt dann erstmal hier hoch. Ne, wenn ihr jetzt in den Boxenstopp rein wollt, fahrt ihr hoch. Hier noch ein bisschen nicht perfekte Linie, aber okay. Und dann sieht das Ganze hier so aus beim Observatorium. Hier lauter so, wie nennt man das, Werkzeugkästchen halt. Diesen Schlüssel. Und wenn ihr da reinfahrt, tut ja euer Auto sozusagen reparieren und müsst nicht irgendeinen Respawn machen. Das finde ich sehr geil. Und ja, ich habe es halt so gestaltet, wie halt Galileo Ring.
und den Rest, das ist eigentlich so der einzigste Teil von Galileo Ring, hier dieses Hügelige. Jo, der Rest ist von mir selber. Und so sieht es dann aus, wenn dann jemand die Zeiten, wenn dann jemand da ist und dir sagt, dann du weiterfahren kannst. Der sagt dann zum Beispiel, jetzt sind 10 Sekunden rum, jetzt kannst du weiterfahren. Wie gesagt, jeder muss in den Boxenstopp reinfahren, einmal im Rennen. 10 Sekunden dort warten. Wer da nicht reinfährt, wird für die ganze Season disqualifiziert, weil es Betrugsversuch ist. Und ich habe es oft genug gesagt und es ist nicht einfach. Es ist sehr einfach, das zu kapieren. Sorry. Versprecher for the win. Auf jeden Fall zeige ich euch noch kurz, was ich verändern werde auch noch. Und da brauche ich auch ein bisschen Anlauf dafür. Deswegen fahre ich kurz noch Max hinterher. Und werde dann durch den Tunnel fahren. Und dann werde ich euch mal was zeigen, was ich auf jeden Fall verändern muss, weil so geht es ja gar nicht. Hat Max gesagt. Deswegen, also, das geht gar nicht, ne? Also, hat. Seine Begründung war jetzt hier, wenn ich da schon Zusatzelemente hin tue, dann soll man sie auch nehmen und nicht irgendwie abkürzen. Ist halt doch ein ziemlich starkes Zusatzelement und ich meine, die anderen Abkürzungen werde ich behalten, die anderen beiden, aber die werde ich rausnehmen, weil die ist echt zu krass. Da kann man so viele Sekunden machen und jemand, der das nicht weiß, der hat da echt verschissen. Von daher tut mir leid, ich muss es rausnehmen. Ich will es auch selber rausnehmen und werde dann halt da noch mehr Barrikaden hin tun. Jetzt kommen hier die Schlangenlinien. Das Rennen heißt ja nicht umsonst Snake GP. Und da fährt er am besten innen und dann wieder außen und dann wieder innen. Und falls ihr jetzt auf die Idee kommt, hier mal schön drüber zu fahren, würde ich jetzt nicht empfehlen. Klar, das ging jetzt gut, weil ich hier mal vielleicht nicht Top Speed hatte, aber wenn ich Top Speed hatte, sieht das Ganze ein bisschen anders aus und es sieht nicht schön aus. So viel kann ich schon mal verraten. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich fahre mal hier ein bisschen an, damit ich Anlauf habe und ihr seht, was dann passiert. Ja, der Paintjob, ne, vom Osiris ist der letzte Paintjob, falls ihr Interesse habt. Ja, auf jeden Fall hier Vollspeed, Boom und dann, ja. Wie schon gesagt, es bringt euch überhaupt nichts, ihr macht da nur Verlust meistens, ihr kracht dann in so einen Wald rein oder gegen diesen Mast hier. Also macht's bitte nicht. Ihr könnt auch außen rumfahren und könnt dann auch eure Bestzeit fahren. Also ich habe das auch mal hinbekommen. Ich mache es auch so immer, ne, und kann da fast ohne Bremsen durchfahren. Nächster Punkt, wo ich verändern muss, ist hier. Da fährt Max manchmal oder beziehungsweise meistens geradeaus runter, hat er gesagt, und der andere auch. Und man sieht den Checkpoint halt nicht so. Ich werde ihn verändern auf jeden Fall. Werde ihn weiter in die Kreuzung reinsetzen und vielleicht noch eine Barrikade irgendwo hinsetzen. Wie schon gesagt, die Strecke wird an sich nicht verändert. Wird einfach nur ein bisschen verkürzt, beziehungsweise verbessert, ne? Und jetzt noch ein bisschen hier. Perfekte Linie. Und im Anschluss nach diesen kleinen Einführungsrunde von dem Snake GP werde ich euch nochmal die beste Runde von diesen vier Runden jetzt zeigen, wie man es am besten ganz schnell fährt. Im alten Style, im neuen Style weiß ich nicht, aber einfach nur mal die Strecke, damit ihr das ein bisschen kennenlernt. Wie schon gesagt, falls ihr selber fahren wollt, Link ist in der Videobeschreibung zu dem Rennen, das könnt ihr euch markieren auf dem Social Club. Wenn der jetzt nicht lädt, dann am besten mal den aktualisieren und wieder neu laden. Dann geht es meistens. Okay, jetzt hier Super Speed. Jetzt geht's und hier am besten bremsen und nochmal bremsen, damit ihr euch nicht überschlägt oder so, weil es ziemlich gefährlich ist da. Hier hat es mich ein bisschen rausgehauen, aber das macht nichts. Und hier könnt ihr wieder Gas geben, Innenseite von der Strecke nehmen, ist ja eine lange Kurve. Und hier bremsen, sonst kracht ihr da an dieser Barrikade daran. Das wäre nicht so cool. Hier auch wieder ein bisschen bremsen und dann wieder Vollspeed. Da müsst ihr gar nicht so viel bremsen bei der Kurve. Da könnt ihr ruhig viel Gas machen, weil es hat. Das sieht ziemlich eckig aus, aber ist nicht so eckig die Kurve. Deswegen geht's eigentlich. Dann fahrt ihr hier geradeaus weiter. Mit Vollspeed, 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 immer noch Vollspeed. Und dann hier ein bisschen bremsen, weil geht's ein bisschen runter. Jo, wieder Vollspeed, Innenseite. Perfekte Linie. Ich tue es gerade nachkommentieren, deswegen. Ja, dann fährt ihr hier einmal durch. Das wird auch so bleiben. Da wird sich jetzt nichts ändern. Und wie schon gesagt, ähnelt sehr Galileo Ring. Ich weiß, also JVD hat es ja erstellt. Das Rennen hat nicht JVD erstellt, das habe ich erstellt. Und falls ihr dem Rennen ein Like geben könnt oder
machen wollt, falls es euch gefallen hat, das wäre sehr cool, weil eventuell wird es ja auch noch veröffentlicht. Ich habe keinen Plan, weil ein Rennen wurde ja auch schon von 400 Leuten gefahren und wurde dann veröffentlicht, von daher, wer weiß. Auf jeden Fall habt ihr auch schon gesehen, wie man wieder abkürzen kann mit Vollspeed, so sieht das Ganze dann aus, habt ihr gesehen. Und dann wieder hier die Kurve nehmen, Innenseite gleich, hier Innenseite und dann wieder bremsen hier, ne? So bremst ihr und dann bist du auch scheiße, ein bisschen kleine Fehler gemacht, aber egal. Jo, dann fahrt ihr hier wieder Vollspeed runter. Und ich bin jetzt hier, habe ein bisschen gebremst, weil Max da was gesagt hat. Tut mir leid, nächstes Mal werde ich Vollspeed machen. Wie so gesagt, das wird nicht mehr passieren, das wird nicht mehr gehen. Also da müsst ihr euch vorstellen, dass ihr außen rumfahren müsst oder halt den Boxenstopp nehmen müsst, wie auch immer. Den Boxenstopp nehmen müsst, meine ich jetzt nur einmal von vielleicht 20 Runden, ne? Also ihr müsst denn ein einziges Mal ein GP nehmen. Ihr müsst also, da werden dann die Namen verglichen, wer drin war und wer nicht, und wer nicht drin war, fliegt raus aus der Season. Jo, was gibt's noch zu sagen? Hier wieder Innenseite, Außenseite, Radio nochmal verstellt, egal, wieder Innenseite und hier ist wichtig zu bremsen. Der Bremspunkt ist hier je nach Fahrzeug verschieden, also das ist echt krass. Beim Osiris ist er weiter vorne, beim Centorno ein bisschen weiter hinten. Und hier wieder bremsen, da ist mich ein bisschen... Ne, ich habe die Linie noch behalten, zum Glück. Da ging es noch. Und machen wir nochmal eine Runde. Ja, machen wir nochmal eine Runde. Hier wieder Innenseite. Ich glaube, die Runde war besser, deswegen habe ich sie noch drin gelassen. Fast mit Vollspeed geschafft, einfach mal darüber zu fahren. Das ist so einfach. Und ja, Innenseite, Außenseite. Also ich glaube, langsam habt ihr es echt kapiert, wie man so Rennen fährt in GTA Online. Ich meine, wenn ihr jetzt eine Kurve nehmt und ihr nehmt die Außenseite und die Kurve geht nach innen, dann ist es echt Bullshit, Mann, weil ihr macht nur mehr Zeit. Wenn ihr die Innenseite nehmt, habt ihr einen kürzeren Weg, sprich weniger Zeit. Ne? Und weniger Zeit im Rennen ist besserer Platz. Und besserer Platz ist eventuell 50 Euro Amazon-Karte. Von daher, strengt euch an. Also, das war's sozusagen von dem Video, von der Snake GP Vorstellungsrennen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video beim Anaconda Grand Prix. Bei einem 1-Stunden-Anaconda Grand Prix. Also, wenn ihr durchhaltet, auf jeden Fall Respekt. Und danke fürs Zuschauen. Haut da rein. Euer Enrico Italia. Ciao, ciao.